Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Ozone 2. So, ich habe jetzt mal ein paar mehr Patterns hier reingetan, die man so am Anfang immer braucht. Und zwar als erstes Pattern für eine Kiste, für Quarzglas und natürlich für das Blank-Pattern. Das ist nämlich das Wichtigste eigentlich. Also das Auto-Crafting fürs Auto-Crafting-Pattern. Ne? Macht Sinn. So, ich versuche gerade hier ein paar Quests weiterzumachen, denn ich würde gerne wirklich endlich in den Logistics-Quest hinein jumpen. Aber da fehlt mir anscheinend irgendwas und das müssen wir jetzt erstmal herausfinden. So, ich muss ja ein Item-Speed-Upgrade bauen für Mechanism. So. Dann haben wir noch das hier fertig. Metallic-Infuser, drei Stück, noch eingebaut. Elite-Alloy habe ich. Ultimate-Alloy habe ich noch nicht. Habe ich meine schon mal gecraftet? Keine Ahnung. Pressure-Chamber kommt auch noch. Müssen wir auch noch machen. Wird auch passieren, ja. Aber nicht jetzt. Ich frage mich halt, was muss ich für Zeta freischalten? Das ist die große Frage. Pneumaticraft Mechanism. Was haben wir hier? Terminal Expansion. Da habe ich eigentlich auch schon relativ viel gemacht. Kein blassen Schimmer. Was habe ich sonst noch davor? Gamma. Auch schon einiges gemacht. Beta sowieso. Muss ich hier vielleicht was freischalten? Nee, Quatsch. Nicht hier, sondern Alpha. Was könnte es sein? Du, was bist du? Was? Was bist du? Tungsten. Carbet. Okay, vielleicht sollten wir hier doch mal erstmal weitermachen. Weil so schwer ist es ja zum Glück nicht, das ja das zu machen. So. Diese Richtung. Gut, machen wir einfach mal. Wir machen einfach mal. Wir machen ach, außerdem noch ein paar Dinger hier auf. Ich sifte Sand für mehr Zellusquarz. Divination Citrus darf nicht in das System. What the fuck? Interessant. Gut, da kommt sie halt hier hin. Mir wurscht. So, dies, das, jenes weg. Das darf. Was ist denn da los? Warum kann ich gerade nicht Shift klicken? Weil das System voll ist. Kein Wunder. Okay. Verdammt. Ich brauche mehr Platz. Gut. Was machen wir da? Wir machen. Was. Unwichtiger Scheiß kommt da raus. Bücher, vor allem das hier. Dann solche Sachen. Das, das, das. Die ganzen Tools, die wir nicht brauchen, kommen dahin, wo sie hingehören. Hierhin. Das kommt woanders hin, aber so ähnlich. Das kommt dahin. Das. Der Shit kommt hier hin. Stackt nicht mal, ey, aber die Soap stackt. Ah, schwierig. Okay, gut. So, jetzt ist wieder alles im grünen Bereich. Juhu. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Basic Greater Good nach der Reihenfolge. Basic Glas natürlich, was sonst? Fuel Efficiency, das Gute. Cool. Und noch Fuel Efficiency. Okay, gut, ich habe kapiert. Ich soll die Dingens Furnace weiter benutzen. Ich verstehe. Die ist auch noch hier drin, ne? Furnace. Dann haben wir hier noch ein Lava. Hier, Eimerchen. Und das Ding. Das kann man auch wieder aufbauen, aber wohin? Ach, machen wir den hier. Und ein Fuel Efficiency. Yay! Ganz toll. Haben wir noch ein paar Buckets für die Lava. Haben wir überhaupt noch Lava übrig? Wahrscheinlich nicht mehr, hä? Hier ist alles leer. Alles leer! Krass! Gut, dann wird es Zeit, dass wir hier erweitern, hä? Ich glaube wohl. Okay. Dementsprechend brauche ich die lustigen Eisenpipes. Ich brauche die Wrench. Wrench. Noch eine Pipe. Für Cobblestone. Okay, jetzt heißt es schnell sein. Aber wohl nichts mit schnell sein. Alles gut? Alles gut. Ja. Okay. So. Einmal abpumpen und hier oben reinpumpen. Hallo?
Bist du zu lahm? Du bist doch nicht zu lahm, oder? Hallo? Ach, da ist noch Resident Ender drin. Oh nein. Oder? Eigentlich nicht. Ach so. Scheiße. Natürlich. Hm. Das geht? Ich wollte sagen, das geht doch nicht. Okay. Cool. So. Okidoki. Gehst du jetzt? Hä? Irgendwas läuft hier noch nicht so gut. Da ist noch irgendwas drin. Das ist merkwürdig, aber gut. Merkwürdigkeiten sind wir ja inzwischen gewohnt. So, Pipe. Jetzt, jetzt geht's. Jetzt. Okay. Haben wir jetzt genug Lava für das alles hier? Das stockt echt? Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell anfängt zu stocken. Aber mit dem vierten sollte es jetzt wieder hinhauen. Hoffe ich. Sonst müssen wir erweitern. Das wird auch noch wieder so sehr schlimm. So schlimm ist es jetzt nicht. Gut, dann erstmal keine Lava. Einfach so. Wir haben noch Fire Essence. Die können wir nutzen. 1, 2, 3 und 4. Können wir es auch mal ein bisschen benutzen hier. Warum auch nicht? So. Ich mag die Furnace. Die ist irgendwie ganz cool. Okay. So weit, so gut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich sollte die Furnace benutzen. Hat mein Questbuch gesagt. So. Dann brauche ich ein Water Wheel und den dritten Kopf. Ja. Da sind wieder welche. 3 Stück sogar. Kopf. Nein. Kopf. Nein. Belagert? Waren jetzt. War da noch einer gewesen, oder nicht? Okay, nur Einbildung. Gut, dann eben nur Einbildung. Und kein Kopf. Mann. Aber eine Epic Loot Bag. Aha. So, was soll's? Was soll's? Die geöffneten kann man hier inzwischen übrigens nicht weiter craften. Von daher lohnt es sich nicht, die aufzubewahren. Kein Mensch braucht das. So. Zack, zack. Gut. Water Wheel. Ein Water Wheel. Water Wheel, beziehungsweise ich glaube, man muss sogar 3 machen, oder? Wie viele? 3 Water Wheels, ich glaube, takt. Water Wheel. Das ist, das hier. Dafür brauchen wir ganz viel Treated Wood und ganz viel Treated Planks. Kann ich die nicht eben einspeichern? Ich kann die auch wieder löschen hinterher, so ist ja nicht. Patterns. Dafür 1, 2 Patterns. Einmal für die Stäbchen. Einmal für die Sticks. So. An jeder Seite von dem Molecular Assembler kann übrigens so ein Interface dran, weil die haben natürlich wirklich sehr begrenzten Platz hier für die Patterns. Deswegen muss da auch viel ranpassen und auch deswegen die vielen, vielen Channels, die wir brauchen werden für später. So. Wie heißen die Teile? Water Wheel. Segment. Aha. Davon brauche ich. Ich brauche 4 Stück pro Rad. Also 4, 8, 12. Habe ich schon ein Segment gebaut? Nein. Also 12 Stück. Kann ich das bauen? Das kann ich bauen. Also bauen wir das. Glaube ich. Da sind sie. Tatsache. So, brauche ich jetzt dafür die Planks oder? Planks. Gut, dann machen wir die Planks. 1, 2, 3. Planks und dann haben wir unsere 3 Wasserräder. Badaboom. Wunderbar. Wie viel Strom die wohl produzieren? Any information you need? Ja, das weiß ich. Danke. Wir kriegen auf jeden Fall einen Kinetic Dynamo. Ich weiß nicht, wie viel die produzieren, aber ich denke, es wird nicht so viel sein. Fleeting Stone?
gives high speed. Okay. Companion, Etta 2. Fleeting Stone. Okay. Wo tut man denn hin? Fleeting Stone. Hier rein, Miscellaneous? Nein, nein, nein. Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah! Was ist das? What the fuck? Oh Gott! Man's best friend. Ist das jetzt mein Freund? Ist das jetzt ein... Bist du... Hallo? Lebst du? Ich schieb dich mal hier weg, ja? Du bist ein bisschen im Weg. Hier, du kannst mal dich hier hinsetzen. Fleeting Wisp. Kann ich das wieder ablegen? Ja. Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber warum nicht? Ich lasse es mal da. Was kriege ich davon? Speed, Night Vision und High Step. Oh, Step Assist. Korrekt? Ich glaube schon. Interessant. Okay, gut. Das kommt weg. Ah ja. So. Water Wheels haben wir. Cables. LV, MV und HV Coils. Können wir gerne machen. Ich glaube, ich habe keine treated Gedönse mehr, oder? Nope. Aber ich sollte noch einiges hier drin haben. Jawohl. Dann können wir noch mehr Holz machen. Treated Wüt. Schwüb. Muss reichen. Ein paar Sticks. Wire. So, Elektrum und ein... Oh, das ist ein... Moment. Sollte ich ins Inventar nehmen? Wie viele brauche ich von jedem? Eins nur eigentlich. Gut, und das HV, das ist, glaube ich, Steel und Aluminium. Aluminium? Es ist Aluminium. Okay, auch das haben wir. Carbridge oder Carbright, Tungsten. Thunk. Ich wollte hier nicht sehen. Thunksten. Ich habe keine. Ich habe doch Nether Thunksten, oder nicht? Nether Thunksten. Ja. Was mache ich damit? Pluto Thunksten. Oh, okay. Schmaupting. Oder direkt in den Pulverizer. Ja, gut. Direkt hier rein. Nicht ganz so viel. Und das dann schmelzen? Ja. Und dann freut man sich. Carbid ingot. Das ist Tungsten umrandet mit Kohle. Okay. Auch noch nie gesehen. Carbid Ingot, okay. Ja, sondern das mit Egg Coal. Und dann? LMH Wire. What the fuck? Was ist das? Die Investigation for Power Manipulation? Hä? Sind das auch Hängekabel? Oder was? Ist ja interessant. Okay. Welcher Mod bist du? Magnetic Craft. Ach, Magnetic Craft. Connectors. Da habe ich dafür. Davon. Ja, ich habe genug. Gedingsbumse. So, und zwar. Konnektoren. Connector. MV. Und. HV. Und was noch? Einen. HV. Wire Relay. Relay. Mit isoliertem Glas. Okay. Grüne Farbe. Habe ich grüne Farbe? Nein. Aber ich kann Kaktus anbauen. Oder meine Kaktus-Seeds mal nutzen, die wir hier rumfliegen haben, und daraus Kaktus machen. Kaktusse. Oh, hallo. Hi. Das Ding ist gruselig.
Komm zurück. Was warst du denn da? Komm her. Komm bei Fuß. Komm, Fuß. Fragt mich nicht. Fragt mich nicht. So, Insulating Glass. Kaktusgrün. Kaktus durch den Ofen werfen. Mhm. Na, gib mir das. Und was war noch? Eisenpuder. Okay. Mhm. Eins, zwei. Zack und zack. Okay. Soweit so schön. LMH Kapazitor? Okay. Gut, jetzt sind wir hier so einiges weitergekommen, aber bringen Sie uns das hier jetzt hier irgendwas? Ja, es hat Zeta unlocked, ne? Zeta. Tatsache. Okay. Interessant. Also, Solarflux haben wir jetzt frei. Also, muss ich echt unter Alpha Sachen freischalten, damit ich... keine Lust, aber ich muss. Vielleicht, wenn wir die Hellfurnace machen, wird uns das helfen. Wir haben jetzt ein Basic, zwei Good. Die machen wir noch auf. Elevator. Oh, Elevator. Das ist cool. Noch ein Elevator und ein Walross. Na, toll. Ein Walross setzen wir, aber nur ein einziges. Und zwar neben diese Farm. Okay, das sieht ein bisschen kacke aus. Hallo, Mr. Walross. Für dich immer noch Sir. Okay. Hätten wir das erledigt? Ja, gut. Dann müssen wir doch in Alpha weitermachen, damit wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Ich mach mal hier weiter mit der Hellfurnace. Was ist denn die Hellfurnace eigentlich? Hellfurnace ist... Oh Mann. Peridotblöcke! Ja, das war... Da war wieder was. Was? Ja, nein. Okay, dann eben nicht. OMG. Furnace Upgrade. Wie wär's damit? Das können wir, glaube ich, machen. Let the furnace. Dafür brauche ich einmal das. Und einige Upgrades, und zwar ein Better Electric und Storage und Wasser Storage. Storage. Storage, Storage. Und dafür brauche ich dann noch eine Kiste. Aha. Wir haben genug Chests gerade drin, das ist gut. So. Wo war ich? Da war ich. Einmal das. Einmal das. Und das. Ja. Oh. Immer da. Das da. Können wir... Warte mal. Upgrade Package. Storage Upgrade. Irgendwas damit musste ich jetzt meine Furnace rechts klicken oder so. Nee. Du bist Better Furnace Electric Heat. Nope. Gut, egal. Kommt erstmal weg. Brauchen wir nicht. Weg, weg. Was bist du? Color Upgrade? Oh, das ist schon wieder voll, das Ding. Ich krieg einen Anfall. Aha. Dieses. Oh. Back. Packing Tape. Yay. Passt du noch hier rein? Ja, gut. So. Okay, aber damit habe ich jetzt nichts freigeschaltet, oder? Zeta. Nee, das ist auch Ether. Vielleicht muss ich ja auch hier arbeiten, damit ich das freischalten kann. Vielleicht, damit dann. Solarflux-Paneele. Okay. Solarpanel Tier 1. Ich guck mal kurz, wie die gemacht werden. Solarflux. Flux. Nee, Solarpanel. Bist du korrekt? Oh Gott. Electrotine und Mirrors. Wie viel brauche ich davon? Ist auch korrekt. Ein Solarpanel 1. Solarpanel 1. 1, 2, 3, 4, 5. Hiervon. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche so viel hiervon, ne? Das ist der Wahnsinn. Kann ich die auch irgendwie anbauen? Auch Sand. Gut. Immerhin. Sand sifte ich ja gerade sowieso wegen dem Status Quartz. Das heißt, wir haben hier die hohe Chance, auch eine Menge von dem Zeugs rauszukriegen. Ja, relativ.
dann backen sie mal. Obwohl, nee, das Ding ist einfach tausendfach schneller. Ich weiß auch nicht warum, immer noch nicht. Flip, flip. So, Mirror. Mirror. Iron Rod. Okay. Ach, scheiße, das System ist voll. Mist, verdammter. Ein Flamethrower, ja, natürlich. Wie dem auch sei. hier Mirror. Drei Mirror. Wenn wir sonst Chips natürlich noch haben, hier. Hier, gemacht, getan. Okay. Mega Rubber oder bist du ein Harvester? Tatsache. Und da komme ich erst ran, wenn ich das höchste von den Dingern habe? Mhm, ganz toll. Wie viel produziert das Ding wohl? Generation 20? 20 11 pro Tick am Tag? Kann nur 16 transferieren? Cookie. Hm. Das ist für mich jetzt nicht ganz nachvollziehbar, aber gut, wir packen es hier oben drauf. Light Level 100 und du hältst plus 20 F pro Tick, das Sache. Interessant. Sehr interessant. Hm. Okay, gut, dann ist es halt so. Es ist, wie es ist und wir brauchen mehr Storage. Mann. Es ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Ich brauche... Oh nein. Ich krieg nur eine 1K hin. Ich krieg... Oh, ich wein gleich. Ich wein gleich. Wir haben so wenig von allem irgendwie. 1K muss erstmal reichen. Hier. Oh, Kaka, Popo. Okay, ich werde gucken, dass ich zwischen den Folgen noch ein bisschen was gebaut kriege und gemacht kriege. Ich muss jetzt mal wieder eine Aufnahmenpause einlegen. Also eine Session ist nun zu Ende. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.